А зараз до наступної нашої другої промови хочу запросити доктора Генріка Копенштета, який є депутатом Бундестагу від партії Демократично-Християнський Союз. Verehrte Frau Generalkonsulin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch ich möchte Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrem Unabhängigkeitstag gratulieren. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, als der furchtbare Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begann, da gab es in Deutschland, aber ich glaube auch in vielen anderen Ländern der Welt, große Sorge, ob denn nach 18 Monaten es möglich sein wird, einen Unabhängigkeitstag feiern zu können, bei dem die Ukraine unabhängig und in weiten Teilen frei ist. Почалася повномасштабна війна не тільки в Німеччині, але й в інших європейських країнах стояло питання, чи буде можливим через певний час незадовго, наприклад, через півроку чи через півтора року святкувати цей день незалежності. Es gab sogar viele Menschen, die gesagt haben, angesichts der russischen Kampfkraft schafft es die Ukraine nicht einmal 18 Tage. Aber die Wahrheit ist, dass mit unglaublichem Mut ihrer Soldatinnen und Soldaten und ihres ganzen Volkes, mit großer Kampfkraft, mit Tapferkeit und mit viel Geschick, sie es geschafft haben, den russischen Invasoren nicht nur zu trotzen, sondern auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich bin ganz sicher, dass wir nicht nur in dem nächsten Jahr, sondern in den Folgejahren und weit darüber hinaus jedes Jahr den Unabhängigkeitstag der Ukraine feiern können, mit einer Ukraine, die lebendig ist, die vital ist und die weitestgehend in ihren Grenzen auch selbst bestimmen kann. Деякі подейкували, що Україна не притримається і декількох днів і програє в цій війні проти Росії, чи у війні Росії проти України. Але на диво і на щастя, по цей день українці гідно протидіють москалям і тримаються на рівні очей. Я дуже сподіваюся, що ми в наступному році, в наступних роках будемо разом з вами святкувати День Незалежності України, яка буде живою, живучою. Und ich möchte Ihnen, die Sie hier geflohen sind aus Ihrer Heimat vor den Bomben, große Anerkennung zollen. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, die eigene Heimat zu verlassen. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, in ein Land zu kommen, dessen Sprache man nicht spricht. In ein Land zu kommen, was so anders funktioniert als die Ukraine, die ich schon zweimal in meinem Leben habe besuchen dürfen und von der ich nur den besten Eindruck hatte. Ich finde es toll, wie Sie sich hier integriert haben. Und ich möchte Ihnen sagen, wir Deutschen, auch im Deutschen Bundestag, freuen uns, dass wir Ihnen für diese schwierige Phase in der Geschichte Ihres Landes eine sichere Heimstatt, eine Zuflucht geben können, damit Sie hier zumindest mal von Leib und Leben geschützt sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass Sie eben mit Zittern und mit Denken an die vielen Menschen, die in der Ukraine unglaublichen Gefahren ausgesetzt sind. Und das ist alles zutiefst belastend. Und jetzt möchte ich meine Aufmerksamkeit allen, liebe Ukrainer, geben, vor allem denen, die hierher seit Beginn des vollumfassenden Invasions in die Ukraine gekommen sind. Я можу собі уявити, що це дуже непросто звикати до нової держави, до її законів і порядків. Але я сподіваюся, що Німеччина зможе вам на даний момент, на цьому етапі надати всю необхідну і можливу допомогу, якої ви потребуєте. Meine Damen und Herren, drei Jahre nach 1991, nachdem sie unabhängig geworden sind, nämlich 1994, haben sich die Ukraine, Russland, die Briten und die Vereinigten Staaten darauf geeinigt, dass die Atomwaffen, die sowjetischen Atomwaffen, die auf dem Territorium der Ukraine liegen, an Russland zurückgehen. Und dafür wurde im Gegenzug
der Ukraine von all diesen Ländern Sicherheitsgarantien versprochen, dass ihre territoriale Integrität unangetastet bleibt. Угоду між Росією, Україною, Британією про те, що Україна віддає свою ядерну зброю, але у відповідь отримує право недоторканності і суверенітету. Selten in der Geschichte der Menschheit hat ein Land so schamlos gelogen wie die Russen, als sie versprochen haben, die territoriale Integrität der Ukraine zu schützen. Nein, sie haben das Gegenteil gemacht, sie haben selber diese territoriale Integrität mit Füßen getreten. Und deswegen gibt es eine moralische Verpflichtung des Westens, jetzt alles zu tun, damit die Ukraine diesen Kampf um ihre Existenz auch bestehen kann. Und für Deutschland bedeutet das zweierlei. Erstens, wir müssen der ukrainischen Armee alles an erdenklichen Waffen liefern, was die ukrainische Armee, diese tapferen Soldatinnen und Soldaten auch brauchen, damit sie ihre Heimat und ihre Landsleute verteidigen können. Обов'язком Заходу зробити все для того, щоб підтримати Україну у цій війні Росії проти України. І ми повинні доставити всю зброю, яку потребує Україна, наші Збройні Сили, щоб бути спроможними далі виборювати свою незалежність. Підкреслюю. Будь-яку зброю, яку потребує Україна. Дякую. Wichtig ist, dass wir in den letzten Monaten viele Waffen geliefert haben und die Frau Generalkonsulin hat ja die ganzen Tiernamen schon aufgezählt. Richtig ist aber auch, dass jedes Waffensystem, nachdem die Ukraine uns gefragt hat, immer erst nach Wochen, zum Teil monatelang Zögern der Bundesregierung und des Bundeskanzlers geliefert wurde. Und genau so verhält es sich jetzt auch mit den Marschflugkörpern, mit dem System Taurus, was die Ukraine von uns möchte und wo wir einfach offensichtlich nicht in der Lage sind oder der Bundeskanzler sich nicht entschließen kann, dieses System zu liefern, obwohl die Franzosen Ähnliches liefern, obwohl die Briten und die Niederländer zum Beispiel F-16 Kampfjets liefern. Wenn die das alles können, dann muss es doch auch für unsere Regierung möglich sein, jetzt unbürokratisch und schnell Hilfe zu leisten. Mein Hoffenstedt нагадав, що Україна дійсно потребує саме того всього, що вже перечислила наша пані генеральна консулка. Також згадує про те, що дуже важливо не зволікати з поставкою зброї і муніції, тому що дуже важливо постачати вчасно. І якщо може Франція на даний момент і Голландія чи Нідерланди, то чому не може Німеччина? Німеччина не повинна відставати в цьому сенсі.